So, jetzt stecken wir dieses Wunderwerk der Technik mal in die Steckdose an. Also wie Sie sehen nichts. Das liegt zum ersten Mal daran, dass der Schalter auch noch auf Off steht hier. Also wie gesagt, hier innen im Schrank geht jetzt noch alles aus. Wenn wir jetzt hier auf Anschalten, geht das alles an. Ich denke, das sollten wir jetzt ganz gut erkennen. Hier diese vier LEDs von der Steuerung sind an. Da oben die LED von dem 24 Volt Netzteil ist an. Dieses Netzteil ist an. Das Netzteil ist an. Die habe ich beide auf 40 Volt eingestellt. Wenn ich jetzt den Notaus drücke, müsste da oben noch eine zusätzliche LED angehen an der Steuerung. Das ist auch der Fall. Wenn ich den Notaus wieder rausnehme, geht sie wieder aus. Perfekt. Dann sind wir jetzt hier hinten bei dem Frequenzumrichter. Der ist jetzt auch noch aus. Wenn ich jetzt hier den Hebel hier umlege, geht der an. Theoretisch, wenn ich jetzt daran drehe, müsste sich auch die Spindel eigentlich schon drehen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt erkennen könnt, aber die Spindel dreht sich. Genau, und die Spindel hier ist halt der Frequenzumrichter, wie gesagt, ist relativ laut. Das habe ich mal bei Alex CNC gesehen, dass der auch einen Schalter eingebaut hat. Da dachte ich mir, ja, das ist eigentlich clever. Das nervt nämlich schon ein bisschen, da kann man hier einfach wieder ausschalten. Dann geht das ganze Gerät wieder aus. Wie gesagt, ist hier an 400 Volt jetzt angeschlossen. 400 Volt aus dem Grund, ich habe auch ausgerechnet, was das ganze Ding braucht, ist nachher so maximal 3,1 kW. Das kann man auch eigentlich noch problemlos über eine normale Steckdose laufen lassen. Jedoch habe ich halt das Problem, dass ich ja noch den Kompressor brauche. Und der Kompressor, der hat allein halt auch schon 2,2 kW, beziehungsweise der zieht halt ganz schöne Spitzen, wenn der anläuft. Deswegen ist halt sinnvoll, den Kompressor auf eine andere Phase zu legen als die Maschine selbst. Und somit habe ich da hoffentlich keine Probleme. Jetzt würde ich ganz gerne hier diese Stecker mal verlöten. Das habe ich halt immer noch nicht gemacht. Da habe ich mich jetzt seit Wochen davor gedrückt. Genau, erstmal diese 8 Pins hier unten, erstmal diese Buchse quasi auf diese Platine auflöten und dann hier hinten die Kabel anlöten und dann diese Kabel hier hinten in diesen Stecker verbinden, dass das Ganze dann nachher hier in so einem Gehäuse sitzen kann. Und dann werde ich hier an diese XT60 Buchsenstecker jetzt auch noch Kabel anlöten und dass die halt dann hier alles wunderbar mit diesen Motoren verbunden werden kann. Dafür muss ich jetzt zuerst mal hier einen Lötkolben suchen. So, also Lötkolbe habe ich gefunden, ist jetzt auch warm. Zum Thema dritte Hand, ja, da hat irgendwer mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich sowas bräuchte, kostet nur 5 Euro. Stimmt, sowas habe ich, das ist bei meinem Lötkolben, aber ist halt ein bisschen blöd, dass ich das halt nicht hier habe. So, also ich habe das Ganze jetzt hier zusammengewurstelt. Die Dinger sehen jetzt so aus. Also ich brauche hier nur diese drei Steuerleitungen hier und Ground. Jetzt werde ich hier noch diese Stecker an die Kabel an der Maschine lösen. Ach, recht praktisch, die Stecker hier, die kommen auch gleich schon hier mit Schrumpfschlauch. Den sollte man auf keinen Fall vergessen, den immer zuerst aufschieben. Und ich habe ihn nämlich nachher wieder verkackt. Das ist jetzt hier nur so reingequetscht, da ist jetzt nichts geklebt. Ich hoffe, dass das jetzt hält. Aber jetzt sehen wir uns erstmal an, ob das Ganze hier auch in der Maschine so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, also ich habe das Ganze jetzt hier mal angeschlossen, testweise. Jetzt werde ich hier mal noch das
den Datenbus anklemmen. Dann werden wir sehen, ob das überhaupt funktioniert oder auch nicht. Wenn sich jetzt gleich die X-Achse bewegt. So, jetzt haben wir hier auch festgestellt, es bewegt sich, aber es bewegt sich nur in eine Richtung. Und ich glaube, da habe ich den Fehler schon gefunden. Da habe ich ein Kabel rausgerissen. Fährt. Ich habe das jetzt von den Vorschüben ganz, ganz runter gedreht, damit ich hier in beiden Einrichtungen auch wunderbar verfahren kann, ohne dass da irgendwas passiert. Das scheint auch zu passen. Dann machen wir hier noch die X, die Y-Achse. So, das gleiche Spielchen jetzt hier noch schnell für die Y-Achse. Das wird jetzt auch verkabelt. Okay, fährt auch. Auch in beide Richtungen. Sehr gut. Ich denke mir, wenn jetzt eh schon alle drei Achsen funktionieren, dann werden wir jetzt auch einfach mal schnell noch was fräsen.